Liebe Väter, Tag 2 unserer Movember Challenge und wir haben heute auch wieder nur zwei Übungen. Die zwei Übungen, das eine ist die Kniebeuge und die andere Übung ist der Hampelmann im Stütz. Ich zeige dir die Übungen jetzt einfach erstmal ganz schnell. Kniebeuge, kennst du wahrscheinlich schon. Versuch einfach so tief wie möglich in die Hocke runterzugehen, um wieder aufzustehen. Viel wichtiger oder das Wichtigste bei der Kniebeuge ist, viel wichtiger als die Tiefe, ist, dass du oben den Po anspannst und oben einfach gestreckt bist. Das ist der Sinn einer Kniebeuge und eines Aufstehens, dass du wieder aufrecht bist. Das heißt, mach dir mit der Tiefe der Kniebeuge nicht so Stress, geh einfach so tief, wie du halt eben kannst und dann stehst du wieder auf. Und ich mache da immer so einen Check, hey, ist der Po angespannt, bin ich hier aufrecht bei der Kniebeuge. So, und der Hampelmann im Stütz schaut einfach folgendermaßen aus. Dazu gehe ich in die Liegestützposition. Und ich empfehle eigentlich allen, die jetzt halt hier in unserer Fit Daddy Challenge starten, 10, 15, 20, 30 Kilo zu viel haben, dass ihr diesen Hampelmann wie folgt macht. Ihr macht ihn nicht dynamisch, sondern ihr macht aus der Liegestützposition einen Schritt nach außen, den anderen Schritt nach außen und dann wieder Step, Step. Und wenn ihr das halt einfach schneller macht, dann schaut das so aus. Ob jetzt erst rechts oder erst links geht, vollkommen egal. Wenn du merkst, dass du im Rumpf sehr stark bist und das schon stabilisieren kannst, dann kannst du den Hampelmann natürlich auch dynamisch machen und springend machen. Und dabei schaust du, dass der Po so ruhig wie möglich bleibt. Also kein so ein Durchschwingen und irgendwie so. Okay, schaut super lustig aus, ist aber für deinen Körper scheiße. Das heißt, lieber schrittweise oder dynamisch, wenn du ein bisschen fitter bist. Und der Ablauf ist ganz simpel und einfach. Du machst einen Timer, stellst du auf 15 Minuten. Das heißt, das Workout geht maximal 15 Minuten und du schaust, dass du in diesen 15 Minuten so weit kommst, wie du kannst. Du startest dieses Workout mit einem sogenannten Buy-In. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gleich am zweiten Tag, aber keine Sorge, wenn du die nächsten Tage jeden Tag ein bisschen dran bleibst, dann normalisiert sich das alles und dann wird das alles super easy. Also was ist ein Buy-In? Ein Buy-In ist ein Einkaufen wie im Casino. Du kaufst dich quasi ein, um mit dem Workout zu starten. Und das Buy-In für dieses Workout sind 10 Kniebeugen. Und wenn du dieses Buy-In gemacht hast, laufen die Runden immer quasi gleich ab. Du machst einen Jumping Jack, also einen Hampelmann im Stütz, so wie wir ihn gemacht haben. Und dann machst du 10 Kniebeugen. In der zweiten Runde machst du 2 Hampelmänner und dann wieder 10 Kniebeugen. Dann 3 Hampelmänner, 10 Kniebeugen. Und dann gehst du hoch bis 10, 10 Hampelmänner, 10 Kniebeugen. Und wenn dann die 15 Minuten noch nicht vorbei sind, gehst du einfach wieder runter, bis du dann wieder bei 9 Hampelmännern, 8 Hampelmännern, 7 Hampelmännern und immer plus 10 Kniebeugen, bis du halt dann vielleicht ganz unten angekommen bist. Solltest du in den 15 Minuten wirklich einmal bis 10 hoch und wieder runter, dann, und noch Zeit übrig ist, dann geh einfach wieder den Weg nach oben. So, das war's, glaube ich, was ich alles sagen wollte. Viel Spaß mit diesem Workout. Stress dich nicht, mach das einfach sauber, mach es langsam. Wir haben noch mehrere Tage vor uns. Wenn du dich austauschen magst zu dem Workout, komm in unsere Fit Daddy Inner Circle Gruppe. Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung und im ersten angepinnten Link. Ich freue mich sehr und viel Spaß mit diesem Workout.